Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Sterngucker im Sommermonat Juli. Die Temperaturen bewegen sich langsam in Richtung 25 Grad und das bedeutet, man spricht von einem Sommertag. Diese Temperatur muss erreicht werden, danach spricht man von einem Sommertag. Ich möchte Ihnen jetzt in bewährter Form die Beobachtungsobjekte für den Monat Juli vorstellen. Die Zeiten sind dabei wieder den Kosmos Himmelsjahr 2015 entnommen und entsprechend der Sommerzeit. Die Sonne geht am 1. Juli um 5.15 Uhr auf und um 21.33 Uhr unter. Zur Monatsmitte Aufgang 5.27 Uhr, Untergang 21.24 Uhr. Und am 31. Juli Aufgang 5.47 Uhr, Untergang 21.05 Uhr. Wir merken also, Aufgang wird später, Untergang wird früher, die Tage werden etwas kürzer und die Nächte etwas länger. Eine interessante Zeitbetrachtung hatten wir in den letzten Tagen. Aufgrund der Rotation der Erde, die ein kleines bisschen langsamer war als sonst, haben wir eine Sekunde Zeit gespart. Das heißt, der Tag war um eine Sekunde länger. Das ist nicht viel, aber astronomisch gesehen doch recht groß. Die Sonne tritt in das Sternbild Krebs und in das Tierkreiszeichen Löwe. Mond haben wir 4 Phasen. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann kommt sogar am 31.07. noch einmal eine Vollmondphase dazu. Also konkret, Vollmond am 2.7. um 4.20 Uhr, der abnehmende Mond am 8. Juli um 22.24 Uhr, Neumond am 16.7. um 3.24 Uhr, zunehmender Mond, das heißt das erste Viertel, am 24.7. um 6.04 Uhr und der Vollmond am Monatsende, wirklich am letzten Tag, am 31.07. um 12.43 Uhr. Planetensichtbarkeit. Natürlich verlagert sich das alles ein bisschen später, denn die Dämmerung setzt ja auch später ein. Merkur ist in der ersten Juliwoche in der Morgendämmerung zu sehen. Die Venus ist der Glanzpunkt der ersten Nachthälfte. Die Helligkeit beträgt minus 4,7 Größenklassen. Und im letzten Monatsdrittel ist die Venus unsichtbar. Mars, der rote Planet, im Juli unsichtbar. Jupiter, der Königsplanet, ist der Planet der ersten Nachthälfte. Seine Helligkeit beträgt minus 1,7 Größenklassen. Auch der Ringplanet Saturn ist in der ersten Nachthälfte zu sehen, mit einer Helligkeit von 0,4 Größenklassen. Also wesentlich dunkler erscheint er als der Jupiter. Uranus und Neptun gehen gegen Mitternacht als lichtschwache Objekte auf. Planetoiden, Kleinstplaneten. Pallas, Ceres, Vesta. Und bei den Sternschnuppenströme möchte ich besonders die Perseiden erwähnen. Schauen wir uns den Fixsternhimmel an. Im Süden bzw. Südwesten Skorpion, Schütze, Schlange und Schlangenträger, die Waage. Im Westen das Haar der Berenike, Bootes, Jagdhunde und die schöne Jungfrau. Im Norden Perseus und Giraffe. Im Osten und Südosten Pegasus,
Schwan, Leier, Adler. Ja, Sie haben richtig gehört, das Sommerdreieck und der Delfin. Und im Nordosten Andromeda und Cassiopeia. Besonderheiten: Am 6. Juli erreicht die Erde ihren sonnenfernsten Punkt. Sie kennen ja das Keplersche Gesetz. Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, deren Einbrennpunkt die Sonne steht. Wir haben eine Sonnennähe und eine Sonnenferne. Und genau am 6.7. eine Sonnenferne, ein Aphel. Und die Venus erstrahlt am 10.7. in ihren maximalsten Glanz. Die Sternwarte ist auch in den Sommermonaten für Himmelsbeobachtungen geöffnet. Vorträge finden keine statt im Juli und August, aber wenn Sie möchten, können Sie gerne zu Himmelsbeobachtungen in Ihre Sternwarte kommen. Es gibt in der Atmosphäre Leuchterscheinungen von Meteoriten, die in die Erdatmosphäre eindringen. Meist sind das Staubkörner, Gesteinskörper kleinerer Art oder Metallkörner. Diese Teilchen kommen aus unserem Sonnensystem. Sie haben eine Geschwindigkeit von 11,2 bis 72 km pro Sekunde. Und diese Teilchen, diese Körner, verdampfen in 80 km Höhe. Es treten Reibungskräfte auf und dabei werden Luftmoleküle ionisiert und es entstehen Leuchtspuren. Nochmal mit einfachen Worten. Wir haben also Teile eines Meteoriten, der in die Erdatmosphäre eintritt. Dort treten Reibungskräfte auf, es findet eine Ionisierung statt und demzufolge dann kurzzeitige Leuchterscheinungen. Sie alle kennen es bestimmt noch, dass uns in den früheren Lebensjahren gesagt wird, wenn du Sternschnuppen siehst, darfst du dir etwas wünschen. Und das geht in Erfüllung. Und ich habe meinen Schülern immer gesagt, wenn ihr Sternschnuppen seht und ihr schreibt am nächsten Tag eine Arbeit in der Schule und habt fleißig gelernt, dann geht euer Wunsch bestimmt in Erfüllung. Das ist eine abergläubische Vorstellung, aber meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauer, Sie werden es mir nicht glauben, wie viele Menschen sich an diesen Aberglauben noch festhalten. Ich möchte einige bekannte Sternschnuppenströme nennen. Da gibt es die Perseiden in den Monaten Juli, August, und zwar konkret in der Zeit zwischen den 17. bis 24. August. Dieses Jahr haben wir am 12. August ein Maximum etwa 140 solcher Sternschnuppen sind dann sichtbar. Wir haben im Monat November die Leoniden, konkret zwischen den 14. und 21.11. Maximum ist dabei der 17.11. Die Geminiden im Dezember zwischen den 7. und 17. Und das Maximum ist am 13.12. Ich wiederhole nochmal, besonders starke Ströme haben wir in der Zeit zwischen den 8. und 14. August. Diese Partikelchen, diese Leuchterscheinungen lösen sich im Laufe der Zeit auf und können dann verschwinden. Das heißt also, die Monate Juli, August sind besonders aktive Ströme. Und jetzt möchte ich mal eine praktische Mitteilung machen. Wie kann man die beobachten?
Ist auch vielleicht für jüngere Sterngucker geeignet. Man stellt einen Liegestuhl in den Garten und dann lässt man die Dunkelheit der Nacht auf sich wirken. Und wenn so eine Leuchterscheinung kommt, dann sollte man in dieser kurzen Zeit Farbe, Geschwindigkeit, Richtung, Helligkeit und Zeit erkennen. Und Sie merken schon, dass Ihnen so viele Eindrücke für diesen kurzen Zeitaugenblick, dass es sinnvoll ist, dass man hier vielleicht ein technisches Gerät mitnimmt und diese Dinge auf ein Tonband spricht. Und dann kann man das in aller Ruhe auswerten. Und ich habe das früher auch mit Schülern gemacht. Dann kriegten viele Schüler eine Aufgabe, der eine die Geschwindigkeit, der andere die Farbe. Es hat viel Spaß gemacht und vielleicht hat mancher gedacht, der an der Sternwarte vorbeikommt, wir sind dort oben durchgedreht, dass man plötzlich nachts im Liegestuhl in der Dunkelheit liegt. Aber nein, das war die Beobachtung dieser Ströme. Und aufgrund dann dieser Richtungen kann man dann, wenn man viele solcher Erscheinungen hat, von einem bekannten Strom, nehmen wir an, von den Perseiden, dann kann man die alle dann zu einem Strahlungspunkt vielleicht hinführen. Es ist auf alle Fälle interessant und in diesen Sommernächten, und ich sprach ja schon davon, in diesen Sommernächten werden wir es also doch mit wolkenfreien Himmel haben, wir werden gut beobachten können und da meine ich doch, dass wir uns dieser Aufgabe widmen können. Ein kleines, interessantes, wissenschaftliches Unternehmen. Liebe Zuschauer und Zuschauer, die Sonne hat bald die Höhe von 60 Grad erreicht. Der Sterngucker für Juli ist damit wieder beendet. Ich hoffe, dass Sie wichtige Informationen erhalten haben und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung im Monat August. Bis dahin verbleibe ich im Namen der Solenter Sternfreunde als Ihr Wolfgang Nobel.